Heute geht es ums Herz. Das Herz, das ist ja schon ein wichtiges Organ, aber nicht bloß als Organ, sondern auch so als Bild für alles Mögliche dient es uns ja. Ja? Also du siehst überall die Sprüche, folge deinem Herzen, also deinem Gefühl, deiner Intuition. Ja? Es gab so einen Hit vor nicht allzu langer Zeit, der hieß Herz über Kopf, also das Herz ist wichtiger als der Kopf. Und das ist so ein bisschen die Tendenz in unserer Zeit, dass man sagt, folge deinem Herzen. Vor 100 Jahren ungefähr, da gab es ja das Buch vom kleinen Prinzen. Und im kleinen Prinzen, da gibt es diesen Spruch, man sieht nur mit dem Herzen gut. Und für diese damalige Zeit war das total wichtig, weil das war eine Zeit, da hat man gehorcht. Da gab es den Kaiser, den König, und der hat seine Truppen aufs Feld in den Krieg geschickt und man hat überhaupt nicht nachgedacht, man hat gemacht. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg war es so. Also diese Nazi-Größen zum Beispiel, viele davon haben sich dann in den Nürnberger Prozessen rausgeredet und haben gesagt, wir haben nur Befehle befolgt. Tja, was kannst du da sagen? Und da hat man gesagt, tja, es gibt noch mehr, es gibt eine höhere Instanz. Die Frage ist, was ist das? Heute würde man sagen, hättest du deinem Herzen gefolgt? Das Problem ist, heutzutage ist eine andere Zeit, nach all den Jahrzehnten dazwischen. Heute ist es doch so, dass man sagt, naja, ich verlasse meine Frau oder meine Kinder, weil mein Herz sagt mir das. Mein Herz sagt mir, ich muss aufbrechen zu neuen Ufern, zu neuen Menschen. Ich lasse das Alte hinter mir und du bist weg. Ja, du folgst deinem Herzen. In der Bibel, da gibt es auch viel übers Herz, aber das ist ein bisschen anders. Ich habe es gerade hochgehalten, das Ding hier im Wohnzimmer hängen, das Herz, und da steht drauf, mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Tja, wie kann man denn sein Herz behüten? Und das kommt eigentlich überhaupt nicht vor in diesen modernen Konzepten von ich folge meinem Herzen. Ich glaube, in der Bibel ist es so, dass ich sage, guck mal, da ist Gott. Und der hat uns Maßstäbe gegeben. Das fängt an bei den 10 Geboten. Du sagst, hey, da steht's, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst den Feiertag heiligen, du sollst Vater und Mutter ehren, du sollst nicht morden und so weiter. Ja. Behüte dein Herz, das heißt, gib eine Grenze drumherum. Ich habe ja Schafe, mache ich ja öfter mal ein Video, und da mache ich eine Grenze drumherum. Ja. Die werden behütet oder gehütet, aber die können nur in diesem Bereich sein. Behüte dein Herz. Und ich glaube, heutzutage ist es mehr als irgendwann wichtig, dass man aufpasst, was ich in mein Herz reinlasse. Was gucke ich an? Es gibt so viel Mist, es gibt so viele Sachen, die sind interessant, aber unwichtig. Ja, und da ist es ganz wichtig, dass ich Prioritäten setze. Behüte dein Herz. Für mich ist es so, ich versuche mir täglich Zeit zu nehmen, in der Bibel zu lesen, drüber nachzudenken und zu beten, mit Gott in Verbindung zu kommen. Weil dann können meine Maßstäbe, das, was mein Herz auch leitet, korrigiert werden. Wisst ihr, die Zeiten, die ändern sich ja ständig. Vor 1000 Jahren, da gab es andere Gesetze als heute. Und es ist immer eine ganz andere Zeit mit eigenen Regeln. Die Frage ist, wie beurteilen wir das? Und wenn wir dieses Buch haben, die Bibel, dann können wir das beurteilen. Dann konnten die Leute vor 1000 Jahren beurteilen, was falsch lief und was gut lief. Und da können wir heute sagen, das ist richtig und das ist falsch. Und das möchte ich euch sagen, behütet euer Herz, füllt euch mit dem Richtigen. Und hier habe ich noch so einen Bibelvers, den finde ich total gut. Psalm 37, Vers 4. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Das ist ja auch so ein bisschen das. Ja, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Aber der erste Teil, habe deine Lust am Herrn. Also freu dich an Gott, liebe ihn, sei so unterwegs wie er, mit seiner Liebe, mit seiner Hingabe, mit seiner Gerechtigkeit auch. Ja? Und dann wirst du das bekommen, was dein Herz sich wünscht, weil dein Herz automatisch das Richtige wünscht. Es ist doch oft so, wenn ich sage, ich folge meinem Herzen, dann gehe ich doch nur dem nach, was in meinem Herzen drin ist. Ja? Ich habe diesen Traum, dass was besser ist. Auf der anderen Seite des Zaunes ist das Gras grüner. Da drüben wird es besser, ja? Wenn ich nur weggehe. Ich kenne Leute, die wollen auswandern aus Deutschland, weil sie sagen, dort ist es besser. Aber du nimmst dich selbst mit und dann bist du dort 1, 2, 3 Jahre und merkst, ich bin immer noch da und glücklicher bin ich auch nicht. Und deswegen ist es wichtig, was in uns drinsteckt, was in unserem Herzen ist. Und das möchte ich euch sagen. Ja?
gebt nicht dem nach, wo euer Herz euch hinführt. Ja? Nicht diesem Herz über Kopf, sondern füllt euer Herz mit dem Richtigen und dann gehen wir den richtigen Weg. So rum funktioniert es und das glaube ich ganz fest und dass das unsere Gesellschaft auch komplett verändern würde, wenn wir nicht bloß so eine Gruppe von Leuten sind, die sich alle nur gefühlsgesteuert durch die Gegend bewegen, ja, und sich einfach nur um sich kümmern, weil das ist doch am Schluss auch auf das, dass man sagt, ich folge meinem Herzen und was mit den anderen ist, ist mir egal. Das möchte ich jetzt nicht jedem vorwerfen, aber oft ist es so. Und diese Mischung zwischen, okay, Gott hat mir das gegeben, dieses Innerste, in der Bibel ist das Herz so das Innerste, das, was mich wirklich ausmacht. Gott hat mir das gegeben und er hat mir Intuition gegeben. Aber ich kann steuern, ich kann ein Stück weit beeinflussen, wie das in mir drin abläuft. Und das wünsche ich euch, dass ihr das lernt, dass euer Herz mit dem Richtigen gefüllt ist, dass ihr dann am Schluss wirklich das tut, was euer Herz euch sagt, weil es dann wirklich das Richtige ist. Tschüss, macht's gut.